Also ich muss auch ehrlich sagen, das mit dem Ruf der Bürger tut mir echt leid, dass wir den jetzt so auf Anarchist runtergeklöppelt haben, aber da kann ich nichts für. Also ich meine, ihr seht es ja selber. So. Das letzte Stück müssen wir irgendwie laufen. Das letzte Stück müssen wir irgendwie schaffen. Ach, Mann! langsame Karre, schnelle Knarre. Dahin. Damien manipuliert die Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentrier dich nur auf. Verpisst euch, ihr scheiß Bürger. Alle Einheiten, die US-Kern beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. Überall die Bullen, überall die Bürger hier. Das ist doch ätzend. Und der Damien, der sich in das ganze System hackt und uns einfach mal komplett blockiert. Och man, schon wieder da diese blöden Pöller. Damien, ich werde dich sowas von umbringen. Ich habe mehr Rachegelüste gegen Damien als gegen Lucky Quinn, ehrlich gesagt. Ja, Lucky, der ist ja so kaum in Erscheinung getreten. Aber tot ist er in jedem Fall jetzt. Und gegen Damien habe ich einfach die meisten Rachegelüste. Tut mir leid, vielleicht ist... Ja gut, ich meine, er ist der Endboss in diesem Sinne. Weil er auch ja jetzt hier in der letzten, weil wir jetzt hier auch in der letzten Mission sind und er einfach nur so abartig stark ist, wie ihr gerade merkt. Tja, der Kerl kann mehr als nur fahren. Das Netzwerk ist nichts ohne seinen Meister. Ah, und ohne diese. So, da muss ich rein, ne? Oh, hoffentlich klappt's. Das ist das Zulan-Viren. Sie verbreiten sich und kontrollieren. Hallo, Hilfe! Ach, fuck! Boah. Fuck it. Fuck the police, also ehrlich. Oder besser gesagt, fuck the CTOS police. So, wie kommen wir jetzt hier schnellstens weg? Da nicht. So, Auto rein und weg. Puh, scheiße, ey. Leute. Oh, kacke, ey. Jetzt müssen wir hier irgendwie das CTOS benutzen, damit wir vor den Bullen entkommen. Und das wird jetzt auch nochmal eine richtige Heavy-Nummer. Geht weg. Scheiß auf die Bevölkerung jetzt gerade. Echt scheiß auf die Bevölkerung.
Ein SUV. Als wird das reichen. Oh Gott. Geht weg. Ja, von wegen schickt mehr Leute. Wir müssen irgendwie jetzt hier entkommen. Ganz, ganz schnell. Oh, Kacke. Oh, Scheiße. Wir müssen irgendwie entkommen. Okay, dazwischen waren durch. Da waren keine Nagelbänder. Das ist schon mal sehr gut. So, den nächsten Wagen. Scheiße, schon wieder ein Heli. Den ich aber nicht hacken kann. Mist. Scheiße, ich muss hier irgendwie weg. Ich muss hier irgendwie weg. Ich muss hier irgendwie weg. Nur wie? Okay, ich glaube, wir fahren in die richtige Richtung. Der Heli hat uns nicht. Ich glaube, wir könnten es jetzt schaffen. Ja, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Wir nähern uns dem Ende des Radiuses. Jawohl. Ah, oh, Flucht erfolgreich. Gott sei Dank. Erledigt. Deine Viren sind drin. Okay, dann geht's los. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie... Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Wecker? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht aus, Aiden. Und wenn wir Glück haben und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Mehr will ich nicht. Wie seine Vita sagt? Seine PS Vita, oder was? So. Wir müssen noch Damiens Standort finden. Alles klar, wir müssen jetzt... Da wieder hinfahren. Eieiei, das ist ein weiter Weg und wir haben echt viel Scheiße jetzt gebaut hier und viel Scheiße erlebt. Das war einfach zu schwer, meiner Meinung nach. Aber okay, man muss auch so Knackpunkte in der Mission haben. Wenigstens war es positiv, dass wir direkt am nächsten Checkpoint, wenn wir ein Virus hochgeladen haben, weitermachen konnten. Und so die Mission quasi trotzdem irgendwie schaffen konnten. Auch wenn die Flucht auch sehr schwer war und das CTOS, beziehungsweise die CTOS Police Service oder wie auch immer. Die Verfolgungsjagd mit denen einfach nur mehr als übel war. Die war einfach krasse Sache, krasse Scheiße. Und ja. Aber wir haben es fast geschafft hier. Wir werden gleich Damien erlegen. Jetzt hacken wir uns erstmal rein. Platz da! Ins Hauptsystem reinhacken. Erstmal schön ins Gebäude reingefahren mit dem Auto. Die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Nein, davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Das werden wir nicht vergessen. Das heißt nichts Gutes. Okay, jetzt können wir in das System uns reinhacken, ohne große Probleme, wie mir scheint. Alter Schwede. Okay, wie komme ich da an Strom? Von da oben. Die nächste Etage.
im CTOS. Und hier können wir auch keine Videos mehr momentan angucken. Die Server sind alle runtergefahren. Entriegeln. Und damit sind wir, glaube ich, im CTOS komplett drin und schalten es ab und finden jetzt die Position von Damien. Wir schalten. Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann Tibo und das ganze System rüben. Das hält Damien auf. Ich finde ihn. Abschaltung des Satelliten. Der Satellit ist ausgeschaltet. Geld bekommen? Okay. Das ganze CTOS Blackout. Die ganze Stadt liegt jetzt im Chaos. Und wir haben, glaube ich, jetzt die Position von Damien und deswegen fahren wir mit dieser komischen kleinen Karre hier los. Warum bist du so verdammt stur? Quinn ist tot. Du hast Nikki zurück und Clara? Sie ist dir in den Rücken gefallen. Sie hat geholfen, Lina zu töten. Du weißt das bestimmt. Was ist mit dir? Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Wartet, ich, Ja, er hat sich auf einer Insel. Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot-Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe. Für den Plan, weil ich dich traf und nicht aufhielt, als ich die Chance dazu hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem, ich greife ein. Oh ja, dieser Rächer. Hab die Zeitung gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem. Und ich werde dich kriegen. Ja, wir werden ihn kriegen. Wir haben ihn jetzt lokalisiert. Und da hinten auf dieser Insel, wo wir eigentlich hin wollten, um sie mal zu begutachten, ist Damien. Und jetzt müssen wir im Zuge der Mission dorthin. Und das werden wir jetzt tun. Auf geht's, Damien zu töten, aufzuhalten, wie auch immer. Und die ganze Stadt liegt im Chaos. Zu Land, zur See und auf. Der einzige Ort mit Strom. Das ist Damien. Ja, der einzige Ort mit Strom, das kann nur Damien sein. Wer soll es bitte sonst sein? So, wir gehen jetzt an Land hier. Es war ein bisschen unschön. Aber wir gehen an Land. Na, lass mich mal hier raus, bitte. Danke. Der letzte Ort mit Strom. Oder der mit Strom versorgt wird. Und da ist Damien. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht, soweit ich gehört habe, soll es einen zweiten Watch Dogs Teil geben. Der soll schon in der Mache sein. Und soweit ich gehört habe, könnte uns vielleicht DedSec in den nächsten, Watch Dogs Teil uns in die Quere kommen, weil sie haben ja gesagt, das werden sie nicht vergessen. Ich weiß jetzt nicht, ob er ihnen die 30 Sekunden Zeit gegeben hat oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich kann es nicht genau beurteilen. Erreichen. Achso, den Pier sollten wir erreichen. Okay. Sind wir einmal falsch rumgefahren quasi. Sind am. Weißt du noch, als wir das erste Mal unsere Talente kombinierten? Die Pläne, die wir hatten. Wir hatten so viel. Aber es war nie wie jetzt. Sieh dich um. Wir haben eine verdammte Stadt erledigt. So, wo müssen wir jetzt lang? Ah ja. Und genieß doch einfach mal in der Zeit so ein bisschen die Grafik hier mit dem Regen. Ich werde nämlich jetzt so gut es geht hier langsam hinlaufen zu Damien. Okay, es geht nicht so gut. Aber genießt einmal bitte diese Aussicht und diese Grafik. Sieht das nicht traumhaft aus mit dem Regen auf dem Boden und der nassen Jacke und dem Lichteinfall? Also ich finde es traumhaft. Erreichen Sie, finden Sie Damien. Wusstest du das?
Ich nicht. Passt aber. Es sieht aus, als wäre alles bald vorbei.